Willkommen zum Dienstagstraining. Los geht's natürlich wieder mit dem Warm-up. Und zwar machen wir 2 bis 3 Runden. Starten tun damit so Shoulder-Push-Ups auf der Ellenbogen. Also wie im Plank und dann aber vom Plank weg absinken und wieder hoch. Und 5 langsame Wiederholungen. Tief gehen, hoch, hinter den Bauch anspannen. 5 Stück. Dann wechseln wir direkt auf die Hand und machen das auf der Handfläche. Leicht absinken, wieder hoch. Leicht ab, hoch und dann direkt im Anschluss nochmal 5 Push-Ups. Entweder auf der Zirkel bleib lieber oder wir wechseln auf die Knie. Machen so die 5 Push-Ups. Dann stehen auf, machen 5 Shoulder Presses im Stehen. Wenn ihr Kurzhantel habt, macht es gerade so, dass ihr zuerst so die Handfläche zu euch habt. Und beim Aufdrucken Handfläche nach vor. So Arnold Shoulder Presses. Schön gerade stehen. 5 pro Seite, ruhiger, leichtes Gewicht mehr fürs Warm-up. Und dann noch 10 Steps. Ausfallschritte immer vor. Hinteres Knie kann ruhig am Boden. Hände in der Unia und dann so Rotation zum vorderen Knie schon nach hinten. Schritt, Rotation. 10 Schritte und dann wieder von neu, wie gesagt, 2 bis 3 Runden. Das wäre unsere erste Warm-up-Runde. Weiter geht es mit dem B-Teil, Kraftteil für den Oberkörper mit Drück- und Zugübungen. Nehmen wir euch ein Zusatzgewicht. Und als erste Übung machen wir Floor Presses, 12 pro Seite. Also liegen euch her. Den Rückfuß aufgestellt lassen, nehmt euer Gewicht und dann schön gerade hochdrucken, Arm anwinkeln. Zwölf Reps, Sitterwechsel, am besten zum Sitterwechsel immer so hinterm Kopf rundum. Und dann aber direkt im Anschluss, immer wenn ihr die 12-12 habt, machen da 5 bis 15 Push-Ups. Mit der Hand ein bisschen höher, also mit der Brust ein bisschen Wetter abbekommen. Einfach, wenn Push-Ups easy gehen, peilen die 15 auf jeden Fall an. Wenn euch schwer tun, können so nur Minimum 5 sein. Schön Streckung ganz ab. Es darf auch nur ein bisschen höher sein, wenn ihr was habt, wo es höher machen können. Push-Ups, dann eine Pause, so 30 bis 60 Sekunden. Und nachher haben wir 2 Zugübungen. Und zwar einmal machen wir Split Stance Bend Over Rows, das heißt, die gehen so in einen kleinen Ausfallschritt, das meiste Gewicht am vorderen Fuß und dann so mit geradem Rücken vorbeugen. Also da so ein kleines Stretch und da gerade bleiben. Wenn ihr da rechts das Gewicht habt auf dem Fuß, nehmt das Gewicht in die linke Hand und machen dort die Rows hochziehen, tief gehen. Da machen wir 10 bis 12 Wiederholungen, je nach Gewicht wieder. Sitterwechsel wird dann so schon. Das Gewicht, das meiste Gewicht links. Und dann mit der rechten Hand. Die Rows. Und nachher da direkt im Anschluss nochmal 5 bis 15 Rows oder Pull-Ups. Wenn ihr Ringe zur Verfügung habt, zum Beispiel Ring Rows. Oder einfach, wenn ihr nur Seil habt, mit einem Seil. Wenn ihr einen Tisch habt, wo ich herhängen könnt, machen das. Und wenn ihr einen Pull-Up-Stangen habt, machen Pull-Ups. Darum habe ich auch wieder geschrieben, 5 bis 15. Bei Pull-Ups natürlich weniger. Bei Rows kann es eher ein bisschen mehr sein. Dann wieder eine längere Pause und die ganzen 2 Blöcke quasi 2-mal durch. Viel Spaß! Weiter geht es noch mit dem Abschlussteil für heute. Da haben wir 5 Runden, wo wir immer alle 4 Minuten starten. Also wir machen die Übungen durch und haben dann den Rest von der 4 Minuten Pause. Da ist es auch wieder so wie gestern, wenn ihr merkt, ihr kommt fast nicht durch in der 4 Minuten, verringert einfach die Anzahl der Wiederholungen. Aber es sollte sich eigentlich gut ausgehen. Übung 1 wäre 20 Double Unders, geht's los.
Und 20 schöne, schnelle Double-Unders oder Single-Unders mit hohem Sprung oder die Sprünge mit dem Klatschen. Dann direkt im Anschluss mit eurem Zusatzgewicht machen wir 10 Snatches mit der Kettlebell, am besten so vom Swing weg. So einen Schwung machen, zack, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch am 10. direkt zur Schulter hernäher und dann 10 Thrusters. Schöner Squat, gleich mit der gleichen Hand. 10 Snatches, 10 Thrusters. Legen euch am Boden her und machen 10 Leg Lowers. Hände im Boden drücken, langsam runterlassen, rücken gerade lassen und wieder hoch. 1, Spannung heben, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ihr eine Stange habt, könnt ihr als Alternative Toast to Bar machen. Dann wechseln wir zu Kettlebell oder zu Kurzhantel zurück und machen die ersten 2 Übungen wieder mit der anderen Hand. Snatches und dann direkt im Anschluss nach der 10 wieder 10 Thrusters und nach dem 10. abstellen, der Rest von der 4 Minuten Pause, das Ganze 5-mal durch. Es wirkt streng, geben Gas und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!